Der Tag nach seiner EM-Premiere. Am Mikrofon genauso überzeugend wie am Gegenspieler. Mats Hummels, 89% der Duelle gewonnen. Bester Zweikämpfer auf dem Platz. Das war mein erstes Spiel bei einem großen Turnier überhaupt. Das war für uns ein ganz wichtiges Spiel, weil wir in dieser enorm schwierigen Gruppe natürlich definitiv mit dem Sieg starten wollten. Deswegen war das alles in einem sehr gelungener Tag. In dieser Form wird er so leicht nicht mehr aus der Stammelf zu verdrängen sein. Natürlich war das ganz wichtig, einfach weil meine bisherigen Spiele in der Nationalelf sehr wechselhaft waren. Natürlich kann sich das auch jetzt wieder so einstellen, aber trotzdem ist es einfach schön, mit einem guten Gefühl ein Turnier zu starten. Das nach einem Spiel, ja, noch erstens für die Mannschaft und für mich natürlich auch noch nichts gewonnen, das ist auch klar. Hummels, der wichtigste, Gomez, der spielentscheidende Mann. Der überraschend für Klose in der Startelf stehende Münchner erzielt sein erstes Tor bei einem großen Turnier. Eine Art Neustart für einen DFB-Spätstarter. Ich denke, der Mario hat es sich auch verdient, weil er hat jetzt einfach auch letztes Jahr ist natürlich für ihn auch gut gelaufen. Und er macht manchmal aus einer Chance ein Tor. Der Treffer fällt zu einem Zeitpunkt, als Löw schon kurz davor ist, Gomez rauszunehmen, um Klose zu bringen. Doch statt Einwechslung, Belobigung, das Tor auch ermöglicht durch jemanden, der gar nicht zum deutschen Team gehört. Ich muss mit dem vierten Mann nochmal, sagen wir mal, hart ins Gericht gehen, weil wir wollten ihn ja schon 2 Minuten früher auswechseln. Aber der hat so lange gebraucht, bis der was irgendwie mal angezeigt hat. Ne? Ausgerechnet Gomez, etwas überraschend ins Team gerutscht, genau wie Hummels. Man hat gesehen, dass er einfach eiskalt ist vor dem Tor. Und das habe ich ja auch schon gesagt, es wird immer sehr schnell kritisiert und sehr schnell auch gelobt. Deswegen sollte man das, glaube ich, dann nicht überbewerten, weil er war im Endeffekt mit dafür entscheidend oder der entscheidende Faktor, dass wir dann das Tor geschossen haben und das Spiel gewinnen konnten. Hummels heute auf der Pressekonferenz mit 23 Jahren bemerkenswert souverän. Dabei wäre sein Turnierdebüt fast schiefgegangen. Ein zu kurzer Rückpass und die schmerzhaften Folgen für Kollege Manuel Neuer. Der hält alles, was es zu halten gibt. Und das, was er nicht hält, wird von einem unsichtbaren Mitspieler namens Dusel ausgebügelt. Ich glaube, in 90 Minuten waren wir die bessere Mannschaft. Aber wenn man natürlich sieht, dass man am Ende noch ein bisschen Glück hatte, sind wir ein glücklicher Sieger. Aber in einem Turnier, gerade beim Start, ist das auch ein sehr wichtiger Sieg, der wichtig für die Moral ist, aber auch für die Einstellung. Heute bittet Löw nach einem Radausflug zum Training für die Reservisten. Mit dabei Mertesacker und Klose. Lange Jahre Stammspieler, jetzt müssen sie mehr denn je kämpfen. Bei den jüngsten Personalentscheidungen lag der Bundestrainer jedenfalls wieder richtig. Doch jetzt zählt nur noch das zweite Gruppenspiel live im zweiten. Eine Art Finale für Oranje. Dadurch, dass sie natürlich unbedingt